Es gibt einige zugeschnitten auf die Jagd und den Krieg. Er hält ihn und kratzt sich mit seinen Fingern an einer Pockennarbe auf seiner Wange. Abaddon der Golem, Galloway und seine Biester, den kennen wir ja schon von den, Glafantanern, genau so war das. Ich kann ihren Namen immer noch nicht richtig aussprechen. Letztere sorgten dafür, dass wir redlich und wach bleiben. Durant setzt seine freie Hand für seinen Doppelgriff um seinen Stab ein. Ersterer schafft die Wegkreuzung, mit dem wir jede strafen, die es nicht sind. Abaddon? Kein Wunder, dass du noch nichts von ihm gehört hast. Es gibt mehr Götter als Unkraut auf einem Feld. Damit meine ich nur die aus diesem Land. Sie kommen und gehen, und doch sind sie immer hier. Abaddon sah jetzt menschlich aus, Durins grunzt. Er wurde umgebracht und baute sich da selbst einen neuen Körper. Ein Wandel mit Magrans Hilfe. Ja, das klingt makaber. Vielleicht braucht er seinen eigenen Schmied, der sich um die Feuer kümmert. Falls dem so ist, dann hat es Abaddon verdient. Durins runzelt die Stirn. Für mich ist er eine Waffe, ein Werkzeug, aber kein Gott. Ja, manche sehen Golems eben als Waffen an, vor allem wenn sie emotionslos sind. Es gibt aber andere Spiele, da haben Golems ein Bewusstsein. Trotzdem stehen ihm die Leute des Dürrwalds nahe, vor allem die in den Städten. Nur so sei es. Wenn es aber für harte Arbeit und Handwerkskunst eine Belohnung wie seinen Körper gibt, dann behalte ich lieber Blut, Geschlechtsteil und Hüften, um ihn in Schwung zu halten. Oh Gott, du windest auch Galloway. Monstervater, der große Hund, und was Monster angeht, so gibt es auf dieser Welt mehr als genug. Und damit meine ich nicht nur die auf zwei Beinen. Also er meint nicht nur Xaurips und Menschen natürlich. Er meint natürlich auch, ja, Riesenspinnen, Wölfe und so weiter. Und diese komischen Löwen da, deren Namen mir schon wieder entfallen ist. Stelgir, ja genau, Stelgir waren's. Es ist fast so, als hätte er Monster nur zu dem Zweck geschaffen, sie zu jagen und um Männer an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Ich vermute, dass er damit zu tun hat, neue zu schaffen, mehr Monster als Verstand, Variation um Variation. Was meinst du damit? Seine Aspekte sind ziemlich verwirrend, wenn man sich bedenkt, dass er bei seinem Biestern auf die Umkehrung des Schicksals achtet. Na, vielleicht auch nicht so verwirrend. Meiner Meinung nach besteht kein Grund dafür, warum Magra mit ihm ein Bett teilen sollte, selbst wenn er an die Prüfung glaubt. Auf vielerlei Art ein schmutziger Orleaner-Gott. Vielleicht heult er und maunzt er auch so wie sie. Sie können ihre Biester behalten, das Feuer und die Waffen aber würde ich jederzeit nehmen. Kann ich dich noch was über Magra fragen? Bei den Göttern, du schwappst ja gleich über vor lauter Fragen. Man könnte direkt meinen, du seist ein Kind. Oder du würdest innerlich verbrennen. Wer sind denn ihre Feinde? Dienst du Vale? Lass alle Mysterien und Fragen bei ihm belassen. Zumindest bis zu unserer nächsten Rast. Okay, jetzt beantwortet er uns gerade keine Fragen mehr. Prüfung des Duels. Im Magastar, als ich Duels über die verblassenen Kreise auf seinem Stab fragte, wich er mir aus. Er behauptete, sie würden seine verlorene Verbindung zu anderen Ingenieuren des Götterhammers darstellen, die nach der Vernichtung von etwas zurückgelassen hatte, um seinen eigenen Weg zu gehen. Wenn die richtige Zeit gekommen ist, werde ich mal sehen, ob ich darüber nicht mehr erfahren kann. Ketnur? Achso, das kann ich ja löschen. Ketnur, ja. Kupferweg, das brauche ich noch. Weil ich nicht immer noch nicht weiß, was in Lamdallas Haus ist. Was sagt meine Visionen? Nach der Worte des Dux, ja. Damit ist also seine Vision von Tars. Er wollte wissen, woher du wusstest, dass die ketzerische Frau wie du aus Quetum stammte. Du gabst zu, dass die Ketzerin deine Freundin gewesen war. Okay. Was steht hier Neues? Letztendlich erfuhrst du, dass er das Bruder, ja, das kennen wir. Nach all dem, was du gesehen hast, konntest du Lady Webb davon überzeugen, dass der bleierne Schlüssel hinter Whitewells Vermächtnis steckt und dass es zu ihrer Verschwörung gehört, dass Beseler die Verantwortung dafür übernehmen. Sie rät ja Duke Eva Wolfskrins aufzusuchen, der derzeit in seinem Palast Anhörungen über die Zukunft der Beselung abhält.
Sie war dabei, dass er dir zuhören würde, sofern du dir eine Einladung zu seiner Anhörung verschaffen könntest. Du konntest die Dutzenden überzeugen, dich ihrer Delegation bei den Besinnungsanhörungen anschließen zu lassen. Obwohl deine Argumente bei den Besinnungsanhörungen nur wenig Gewicht hatten, plädiertest du gegen den bleiernen Schlüssel. Bevor Duke Eva aber seine Verkündung beenden konnte, übernahm Taos den Körper eines Beseelers und ermordete den Duke, was ganz Tutsburg in den Wahnsinn stürzte. Du folgtest Taos Spur zur Dünnerutstraße, deren Medien du allesamt ermordet auffandest, darunter Lady Webb. Durch die Untersuchung ihrer Seele nach dem letzten Moment ihres Lebens konntest du jedoch erfahren, dass sich Taos als nächstes nach Zwillingsulm begeben würde. Alof gestattet, Mitglied des Bleiernden Schlüssels zu sein, behauptete aber, dir dabei helfen zu wollen, ihn aufzuhalten, nachdem er erfahren hatte, welche Verbrechen die Organisation im ganzen Dürrwald begangen hatte. So stimmst du mit ihm gemeinsamen Weg zu gehen. In Zwillingsulm musstest du feststellen, dass die meisten Stadtviertel auswärtigen verschlossen waren. Könntest die Anamenfahrt aber davon überzeugen, dich hineinzulassen. Palegina blieb ihren Orden gegenüber loyal und bot ein Handelsabkommen an, das die Dux auf Kosten des Dürrwalds bereichern wird. Ja. Ah. So viel sind wir gekommen. Oh, Palegina Level Up. Level 10 für Palegina. Ein Punkt in Athletik, ist immer gut. Größeres Hände auflegen. Offensiv, hast du eigentlich schon... Ja, du hast schon zwei Waffen. Blutiges Gemetzel. Selbst werden gegen Ziele mit niedriger Ausdauer zu tierischen Käfer umgewandelt. Gegen Ziele mit niedriger Ausdauer? Nö. Anfälliger Angriff. Nee, unterbrechen die Hiebe. Jäger der Willen. Heiligmacher, Schaden gegen Gefäß. Einhandstil. Schütze, Giftschlag. Wilder Angriff. Waffenschwerpunkte. Brauchen wir auch noch nicht so wirklich. Defensiv, Stellung halten. Selbst plus ein, zwei da angegriffen. Reflexe der Schlange. Tapferkeit, mentale Festung, Körperkontrolle. Unaufhaltsam, vorsichtiger Angriff ist modal. Ehrenwerter Rückzug, überlegene Abwehr. Das klingt eigentlich am besten. So. Weil Palegina trägt ja kein Schild, also braucht sie die Abwehr irgendwo anders her. Söldnerhauptmann. Warte auf ihre Befehle, mein Fürst. Sehr schön. Dann gehen wir mal kurz gucken, was für eine Belohnung in meiner Schatzkammer auf mich wartet. Dann geben wir die Kopfgeldqueste ab. Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich so gegen Schluss der Aufnahmesession mal einen der anderen Charaktere krallen. Also die Mutter oder den Druiden und mal auch mit denen Gespräch führen. Weil die beiden habe ich noch gar nicht nach ihrer Hintergrundgeschichte ausgefragt. Alle anderen Chars kenne ich ja bereits. Hey. Also Edda kann ich nichts fragen, lass uns weiterziehen. Palegina. Dorens kann ich zurzeit nichts fragen. Sie kann ich auch nichts fragen. Und ihn? Wie kann ich dir zu Diensten sein? So, jetzt verstehst du, ist er mir ein bisschen besser. Er rümpft seine Nase. Dank dieser Beseelerin bestimmt nicht. Meine Galle? Schwarzer Gallensaft, hör bloß auf. Ihr solltet aber nicht gestatten, Besiedlung zu betreiben. Belissage-Methoden waren fehlerhaft, aber du hast trotzdem etwas gelernt, oder? Nur weil wir beide eine Spur gesunden Verstandes in uns haben, aber die Durchschnittsperson, zeig ihm einen glitzernden Apparat in den Händen eines Experten. Zeigt und sie werden alles glauben. Ja, okay. Die meisten Leute haben mehr Verstand. Das stimmt, die Leute lassen sich viel zu leicht verleiten. Vielleicht, die Besinnung hat ihre Nutzen, aber es ist schwer zu sagen, ob sie die Gefahren überwiegen. Ja, das klingt gut. Es ist dezentral organisiert. Es gibt niemanden, der die Praktiken überprüfen würde. Keine einheitlichen Prinzipien oder Richtlinien.
So viel macht die Idee, hinter einer einzelnen Autorität zu liegen, ist ebenfalls keine bessere Idee. Ja, man braucht jemanden, um die Praktik. Nein, jemand, der die allein macht, hat es auch nicht gut. Er hebt deine Augenbraue. Das ist keine perfekte Lösung, aber noch besser als das Chaos, das wir jetzt haben. Wie genau ist es dazu gekommen, dass du dem Bayern Schlüssel beigetreten bist? Wie es so oft mit der Torheit, mit diesen Torheiten ist, ich war jung und orientierungslos. Der Bayern Schlüssel versprach mir die Ordnung, die mir im Leben fehlte, und sie bot mir eine Zukunft weit weg vom Dienst für den Grafen meines Vaters an. In dir ist die Besinnung möglicherweise noch kontroverser als hier. Die Ausübung der Besinnung ist schon seit 600 Jahren geächtet, aber Verbote haben es an sich, die Neugier zu schüren. Der Erfolg und die relativ gesehene Akzeptanz der Besinnung hierzulande und in den Valianischen Republiken hat das Interesse in dir wieder aufflammen lassen. Kann das sein, dass der bleierne Schlüssel zu dir gehört? Der bleierne Schlüssel begann aggressiver nach neuen Rekruten zu werben, und als ich mich einen meiner Lehrmeister ansprach, befand ich mich in der letzten Phase meiner Ausbildung. Er zuckt mit den Achseln. Wie ich schon sagte, es war mir eine vollkommene Möglichkeit, mich den Plänen meines Vaters zu entziehen, und nachdem ich gesehen hatte, wie ein paar meiner Kollegen ihre magischen Studien abgebrochen hatten, um den Republiken der Besinnung nachzugehen, war ich überzeugt, dass etwas getan werden musste, um deren Ausbreitung aufzuhalten. Sure. Naja. Edle Ziele falsch umgesetzt, mehr oder weniger. Oder höhere Ziele. Ah, du bist der Fürst, der noch hier ist. Gut. Wie sehen eigentlich unsere Vorräte so aus? Verzauberung. Ich habe jede Menge Bücher, die ich mal verkaufen sollte. Ein paar unmagische Sachen. Naja. Hallo du. Hail, Traveler. Wenn man damit jemanden verletzt oder heilen kann, dann habe ich es im Angebot. Was hast denn du? Du hast eigentlich nur den Schrott, den wir dir verkauft haben, oder? Ja, ein Brecheisen und ein Hammer und ein paar schwache Regenerationstränke, die wir uns auch brauen können. Nee. Und Alof sollte demnächst mal zum Beispiel die kleinen Fluggeschoss-Schriftrollen verbratzen. Nebenbei, was habe ich denn eigentlich hier noch hier so für Schriftrollen? Ah, ich habe noch so einen Flammenfächer, der kann hier rein. Gebet gegen Brechen, Chaosfluss. Schriftrolle der Wiederbelebung, ab zu Durens. Plus 3 Wissen, das ist nicht so toll. Überleben. Angstexorzismus brauchen wir nicht wirklich. Und das ist der. Ja. Das heißt, die Schriftrollen können wir bei Gelegenheit mal verkaufen. Jetzt will ich aber kurz über die Truhe gucken. Wow. Erstmal sind hier verdammt viele Kräuter drin: Stelgierzahn, Ogerblut, Speerspinnenbein, Lindwurmf, Zauribzunge, ein bisschen Geld. 9x26. Hm? Ist ein bisschen was. Das ist alles sehr schick. Gut, das heißt, wir gehen jetzt die Kopfgequest ab. Und ich habe ja das Gefühl, dass wir Durins wahre Prüfung erst finden, wenn wir im verbrannten Wald sind. Da müssen wir ja auch für Sagani hin. Ja, ja. So, das heißt, wir gehen jetzt zum Försterhütte. Weil alles andere ist ja jetzt fertig hier. Das Forum auch, der Irrgarten, der botanische Garten. Ja, das Forum sieht sehr schön aus. Und der Garten ebenso, der sieht jetzt nicht mehr tot aus. Nur die Händler hier sind ein bisschen so lala.
Gut.